Moin moin liebe Nerdtwister Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich nicht diese Tradition brechen, wie es ja auch ist in den ganzen Medien, das wollen ja einige auch brechen. Und welches Gespräch oder Thema ist es natürlich überhaupt? Natürlich Böller. So, ihr wisst ja, Feuerwerk ist natürlich gerade völlig im Gespräch. Natürlich dieses Jahr Umweltschutz, sag ich mal. Wenn man das nicht macht, ist man ja dann halt eine Umweltsau oder keine Ahnung was. Ich will es auch gar nicht so vertiefen. Viel Spaß bei dieser Silvester Haul. Oh, hier fällt schon alles raus, was ich euch jetzt damit zeigen werde. Ich werde auf jeden Fall das weitermachen. Mich haben ja schon einige angeschrieben. Wirst du denn dieses Jahr kein Komet-Überraschungsbox-Paket-Unboxing machen? Nein, dieses Jahr wird es keins geben. Ich habe die letzten zwei Jahre das ausgepackt. Wurde immer ein bisschen schlechter von der Qualität her. Sehr wenige Zerlegereffekte. Als müssen aber halt für mich, das gehört zur Tradition dazu, mittlerweile Batterien, Raketen, alles dabei sein. Und das werde ich euch nämlich auch gleich zeigen. Die Sache ist aber die, natürlich, klar, kann ich jetzt auch ein bisschen Leute verstehen. Ich hatte mit einem Bekannten natürlich auch darüber gesprochen. Er hat auch ein großes Fass aufgemacht bei Facebook. Ne, Sebastian, wenn du mal wieder guckst. Auf jeden Fall, das Ding ist halt, ich kann das bei den ganzen Tieren, wenn man in der Nähe ist, das verstehen, sei es jetzt Zoos und weiter. Aber man sollte doch nicht diese Tradition brechen. Und wenn, dann sollte man auch diese gesetzlichen Sachen einhalten von 18 Uhr bis 1 Uhr. Nicht schon vorher oder so weiter. Oder illegal. Es gibt natürlich hohe Strafen. Das wollte ich nur sagen, aber es sollte es doch nicht darum drehen. Es sollte es einfach darum drehen. Die letzte Erfahrung mit den Boxen war, wie gesagt, nicht gut. Wenig Zerlegereffekte. Es hat nicht geknallt. Die Raketen sind hochgeschossen. Hat es nur einen Puff gemacht. Die Batterien waren nicht schlecht gewesen. Fand ich echt gut. Da waren ein paar ganz gute Sachen dabei. Aber wie ich jetzt so ein bisschen gehört hatte, bei den Komet-Verkäufen, die natürlich in Bremerhaven wieder waren, da war es halt einfach so, dass es da wirklich wenig, also es gab natürlich genug Leute, die haben das gekauft haben, aber ich habe schon gelesen in den ganzen sozialen Netzwerken, dass das wohl nicht so gute Pakete geschnürt waren. Klar, höhere Aufwände, sag ich mal, Produktionskosten, aber egal, die ersten Läden, Supermärkte, Ketten, die gehen ja schon mit dem Fokus, sie werden keine Feuerwerke mehr verkaufen, aber mir ist es so gesehen egal, ich will trotzdem Feuerwerk holen. Auf jeden Fall fangen wir an. Wenn man das Video so ein bisschen sehen kann, seht ihr jetzt nicht. Das sammle ich auch schon die ganze Zeit. Und dann fangen wir einfach an mit dem ersten Paket. Vieles ist von Weco, es ist eigentlich fast nur Weco. Da habe ich jetzt hier diese, muss ich mal gucken, 10-teilig hier Cabaret. Brillant Raketensortiment mit Knalleffekt. Das ist die Frage, das würde ich mal gerne wissen, ob es wirklich, die habe ich mir nämlich selber gekauft. Die Effektdarstellung auf der Rückseite. Soll es dann hier so abgehen. Sieht ja schon ganz cool aus. Also wenn das wirklich so knallt, dann ja, ist das nicht schlecht. Hier sind nochmal so ein paar die Daten drauf, die man da so drin hat. Könnt ihr natürlich mal hier pausieren, wenn ihr möchtet. Und hier sind natürlich 10 Raketen drin, Mike D, Rainbow und so weiter. Da bin ich mal sehr gespannt. Das kann ich dann euch ja auch dann wieder nächstes Jahr erzählen, ob es die sich gelohnt haben. Das ist überhaupt das alles von Weco, sage ich mal hier. Dann mache ich auch weiter mit Raketen. Dann habe ich ja hier halt, das sind die Goldraketen, brillantes Goldraketen-Sortiment, auch von Weco. Effektdarstellung auf der Rückseite immer mit lautem Knall. Exklusive Raketen mit verschiedenen imposanten Goldeffekten, jeweils mit fetzigen Knalleffekten. Also hier seht ihr die dann, so sehen die aus. Das sieht ja schon sehr nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sechsteilig. Und die haben halt zwei verschiedene Goldeffekte. Also ich denke mal, die gehen gut ab. Das muss auch so sein. Ich brauche irgendwie ein bisschen Raketen. Muss was in der Luft schießen. Batterien sind natürlich sehr cool. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben in die Kommentare. Was findet ihr denn besser? Batterien oder Raketen? Das ist hier die Frage. Ja, aber auf jeden Fall haben wir hier, wie viel drinne? Steht ja gar nicht. Auch Kategorie F2 natürlich. Klar, das gängigste Modell ist natürlich hier drauf. Das ist natürlich Abgabe unter 18 Jahren verboten. Abgabe unter Person unter 16 Jahren auch verboten, ist ja klar. Und da steht nicht drauf. Wobei nur das Einzige, ist hier so eine Frau drauf mit einem Mann. Da weiß man nicht. Auf jeden Fall, das waren schon mal die Raketen. Zwei Pakete Jugendfeuerwerk bekommen. Also jetzt auch mit dem Rausholen aus meinem. Ja, so. Da haben wir das einmal, dieses Sortiment. Das ist natürlich für meinen Sohn. Da haben wir natürlich hier so Sachen drin. Das ist aber auch von Weco. Kobalt Blitz oder sowas. Ne? Kobalt Fontänen. Geisterlichter, Knallerbsen, Knallteufel. Ja, das kennt man natürlich klar. Ne? So, das sind die gängigsten Sachen. Das darf man natürlich auch alles im ganzen Jahr befeuern, wenn es hinten drauf steht. Ist natürlich ganz wichtig. Muss ja natürlich auch draufstehen. Ich will jetzt ja nichts Falsches sagen. Es ist aber bei den meisten. Und hier hinten haben wir nochmal eine Übersicht.
was es denn da so drin ist. Ja, da ist ja einiges drin hier. Tolle Biene, tolle Pyrometeorite. Und manche Sachen sind eigentlich gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade so diese, hier zum Beispiel dieser Blitzknallerbälle, die sind ganz cool eigentlich. Also, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Das ist natürlich keine Böller, ne? So, auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch Double Power hier. 10 Stück, dreifach sortiert. 4-mal Silberfeuertopf, rote, grüne und weiße Sterne. Dann Silberfeuertopf, Gold, was steht da? Goldweide und Blinkweiß. Und Silberfeuertopf, Knatter. Ja, das könnt ihr mal hier nochmal so sehen. Das so sehen die aus. Hinten nochmal diese Beschreibung hier. Könnten auch gut hochgehen, wenn man das so ein bisschen hier sieht. Da kann man ja auch das Upscanning-Code und so soll das Muster so darstellen. Sind teilweise auch nicht schlecht und die sind auch nicht billig, wie ich das so weiß. Und davon gibt es halt 10 Stück. Dann habe ich hier, was stehen da drauf? Airbombs. Das sind hier so eine 4 Stück hier. Airbombs, auch von Weco. Single Shots. Sterne, Multicolor, Crackling, Glitter oder herrlichen Popping Stars. Effekthöhe ca. 50 Meter. Die gehen dann so hoch, kannst du mit einem Edge-Spieß in die Erde stecken. Und die machen dann halt irgendwelche Effekte. Und hier sind natürlich dann verschiedene Farben, wie man hier sehen kann. Bin nochmal zu sehen. Sieht auch ganz nice aus, ne? Da muss es natürlich auch was für innen drin geben. Gibt es natürlich hier auch vom Weco. Ich sag ja, dieses Jahr ist Weco. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Leslie holen, aber ich habe auch gedacht, ich habe auch genug jetzt. Ich will es gar nicht übertreiben, weil so viel wollte ich eigentlich gar nicht böllern. Aber ihr kennt das ja, man holt dann irgendwie trotzdem was oder hat man jetzt noch was bekommen, was gar nicht so geplant war. Ja, und dann habe ich jetzt hier nochmal 2 Partybomben, so das Motiv hier in der Art. Da ist hier mal sehr viel Blödsinn drin, eher was für Kiddies. Mit fetziger Partyfüllung, da kann es irgendwelche, ja, diese kleinen Sachen sein, so irgendwie ein kleiner Ring oder, ganz ehrlich, hole ich mir lieber sowas als dieses komische Wachsgießen mittlerweile. Bleigießen ist ja weg, wie ihr wisst. Und ja, das macht dann schon mehr Sinn. Also da gab es halt 2 Partybomben. So, dann kommen wir fast auch schon zum Schluss. Nein, da sind noch ein paar Sachen. Aber dann habe ich hier nochmal so eine Flash, steht drauf, Flashbang mit lautem Blitzknall. 10 Stück sind da drin. So sehen die aus hier. Und hier sind nochmal die Daten von hinten. Und dann, ich denke mal, die sind jetzt nicht so mega cool. Das sind die anderen, glaube ich, cooler, die 4 Stück. Ach, du hast noch was in der Hand. Ah, das habe ich mir auch noch selber gekauft. Und hier nochmal so ein Party-Package. Diesmal von Komet nochmal gekauft. Weil das fand ich noch ziemlich cool. Kam jetzt 5 Euro. Also ich habe ja, das waren jetzt die Sachen, die habe ich mir nicht gekauft. Das Raketenset, das erste, was ich gezeigt hatte, das kam, glaube ich, 8,88 €. Das habe ich bei mir ja bei Thomas Philips gekauft. Und das hier, wie gesagt, kam 5 Euro. Habe ich jetzt vergessen, die Preise zu sagen. Und hier ganz Jahressortiment, 28 Teile, Partytüte, 28 Stimmungsmacher, der Super Party Arounder. Das auf jeden Fall hier mit Konfetti drinne und hier noch diese Flaschen, Knallbonbons. Ist ja mal so eine Sache für sich, sag ich mal. Aber naja, gehört auch dazu zum Fest. So, dann kommen wir nämlich jetzt mal zu den coolen Sachen. Batterien müssen natürlich auch am Start sein. Ich habe aber jetzt keine fetten Systemfeuerwerke am Start. Die habe ich auch noch so bekommen. Einmal ein 100 Schuss Feuerwerksrohrbatterie, ne? Galaxy 1. So sieht die aus. Das haut die da rein. Und steht hier drauf, wie lange die feuert. Ich glaube eher weniger. 100 Schuss steht da drauf, 100 Schuss. Und nur einmal anzünden ist klar, aber wie lange die jetzt zündet, kann ich jetzt ganz ehrlich gar nicht sagen. Und da habe ich auch nicht drauf, wie viel Kilogramm hier. Das ist auch mal so eine andere Frage, wie viel Kilogramm ist hier drin an Schwarzpulver und so. Das frage ich mich noch so nah. Aber naja, das auf jeden Fall Galaxy 1. Also für 8,88 € auch bei Thomas Philips habe ich mir das Wespennest geholt von Weco. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das abgeht. Das geht, das steht da drauf. Über 160 Gramm Pulver, Brenndauer ca. 28 Sekunden, Effekthöhe ca. 38 Meter, Kaliber 8 mm. Also das könnt ihr hier so sehen, so sehen die aus, die Dinger. So. Und da sind dann halt 300 Stück drin. Ich glaube, das geht ganz schön gut ab. Und hier steht noch drauf, 300 Schuss Luftheuler Batterie mit Knalleffekt und Crackling Stern. Erste bis dritte Reihe, schnell abgefeuerte Soundstark. Starke Luftheuler mit Knalleffekten, 4 bis 5. Reihe schnell abgefeuerte soundstarke Luftheuler mit Crackenstern. Also ich glaube, die geht gut ab. Ich glaube, die lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich noch so ein kleines Ding hier, die darf man ja teilweise auch nicht unterschätzen. Das ist einmal der Gravity, das ist Feuertopf-Kombinationsbatterie. Einmal anzünden, könnt ihr hier sehen, 16 Schuss drinne. Und der hat natürlich eine Brenndauer von 20 Sekunden, ca. 35 Meter Effekthöhe bis 14 mm Kaliber. Knattert Feuertöpfe mit Bouquets
in Gold. Das ist ja auch ein Name hier. Rot-grüne und gelbe Sterne mit imposanten Popping-Stars. Da sehen wir mal das hier zu sehen zur Seite. Und dann haben wir noch einen letzten. Das war es doch dann gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann hier der Poison. Der Poison hat 16 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer, 30 Meter Effekthöhe, 19 mm Kaliber. Brillante Kometen im Multicolor. Da sieht man nochmal, was er so machen soll. Und hier nochmal, wie viel das ungefähr an Rohr ist. Ja, und da bin ich mal sehr gespannt, wie die abgeht. Ja, das war so ein bisschen, ich glaube, was muss ich nochmal gucken? Der, also die Wespennest kam 8,88 €. Ich glaube, der kam 4 oder 5 Euro und der war bei 6 Euro. Also ihr merkt schon, ich habe jetzt gar nicht so viel Geld ausgegeben. Kann ein bisschen trotzdem knallen, ein bisschen Spaß haben. Natürlich achtet auf eure Umgebung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich geht es dann weiter mit irgendwelchen Filmfakten, Serien, Reviews. Guckt da natürlich gerne rein. Und jetzt, wie gesagt, immer einmal im Jahr gibt es halt eigentlich meine Top und Flops. Die müssen ein bisschen warten, bin da ein bisschen heute jetzt weg gewesen und habe auch natürlich Urlaub. Da sage ich mir dann einfach, okay, da gibt es jetzt halt dann in den nächsten 2-3 Tagen die Top und Flop Filme des Jahres 2019, die Most Wanted 2020. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr auf Filme steht und Serien, dann könnt ihr gerne reingucken. Aber ansonsten war das Paket gewesen. Was sagt ihr dazu? Ich denke mal, ohne Scheiß, das ist bestimmt ein Gesamtwert von über 70 Euro in der Art. Vielleicht liege ich da auch ein bisschen falsch. Aber könnt ihr mal sagen, was ist so der Bringer von den Sachen? Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall 2020 wieder. Mit natürlich dann kontinuierlichem Film-Content. Und dann einmal im Jahr gibt es da die Traditionsfolge hier mit irgendwelchen Hauls-Überraschungspaketen. Aber wir sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.